Willkommen zurück in Kingdoms of Amalur Reckoning, im vielleicht letzten finalen Part von Amalur. Es gibt in ganz Amalur nichts Besseres. Und wir sind in Rathier. Geht weiter. Kuriositäten. Talismane. Mächtige Gegenstände. Ich werde es vermissen, es mitsagen zu können. Und ich meine, und das war das letzte Mal, also das vorletzte Mal, habe ich die ganze Zeit überlegt, wo war das nicht nach oben? War das nicht da hinten, wo ich hin wollte? Und wir waren ja aber in Adessa. Wir waren ja nicht in Rathier. Und hier wollte ich eigentlich hin in Rathier. Und hier meine ich, dass man... Und was hättet ihr getan? War das nicht irgendwo hier... Guten Abend, Herrin. Dieser Ort, wo man... Haus Wiffen... War das nicht irgendwie... War das hier? Da konnte man noch diese Bücher kaufen beim Händler. Und ich will das natürlich machen, damit ich nochmal... das zu Ende vorlesen kann. Nee, hier war das aber nicht. Das war so eine Bibliothek. Und ich muss die aber nochmal finden, weil ich da jetzt nur einmal war. Ja, mal gucken, ob ich die finde. Vielleicht hier da, wo die Relikte auch sind? Schicksal? War das bei ihr, bei der Heilerin? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Haus Anwort, Schulia Arcana. Oder war das doch unten? Ich versuch's nochmal bei der Heilerin und wenn es da nicht ist, dann war es doch nochmal ein anderer Eingang. Mein Gott, es. Möge Lyria euren Weg erleuchten. Es ist ja auch riesig hier. Aber das wollten wir ja noch zusammen geschafft haben. Und. Der Hauptmann der Wache war korrupt und wurde ermordet. Ja. Im Moment sind wir beim Spielstand immer noch so, dass wir uns auf der Seraphantenseite geschlagen haben und nicht auf die andere Seite, aber das spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Relikte haben wir für sie, glaube ich, nicht mehr, oder? Oder? Möge Lyria auf euch herab. Die meisten wurden in die Festungen der Eratel-Ebene. Können wir uns heilen? Nö. Gebracht. Alles. Wiedersehen. Alles soweit prima. Wir könnten auch unser Schicksal, glaube ich, jetzt hier. Oder? Wollt ihr euer Schicksal weben? So, können wir auflösen, dann kann man die ganzen Punkte nochmal neu verteilen, wenn man wollte. Aber ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr, oder? Oder? Nö. Nee, das sah auch anders aus. Das war so ein großer Raum mit so ein bisschen ein paar Verkaufsleuten. Dann seid vielleicht ist das noch eine andere Herzweise. Ecke. Also hat sie mich angesehen und gesagt, wenn das eine kriegst... So, was war das für eine Tür? Oh, Bokant. Ich glaube, das war das auch nicht. Nee, in die Schulia... War das in der Schulia Arcana? Nee, in der Schulia Arcana war das auch nicht. Nee. Nee, dann gehe ich nochmal weg. Hier. Die Stadtwache schläft nie. In die Unterstadt. Dann war es irgendwo doch in der Unterstadt. Oder in der Unterstadt irgendwo, aber auch rechts. Das leuchtende Blatt. Weiß nicht, ob das eine Kneipe ist. Alchemiemeister? Nee. Kuriositäten. Talismane. Stolz der Prüderie. Ein reichhaltiges Angebot. Sagen wir 30. Studenten der Magie. Was vielleicht bei denen drinne, bei den Gütern? War das hier? Nee. Nee, das sah anders aus. Hier bin ich auch falsch. Aber ich glaube, auf dem besten Wege das zu finden. Oh, das ist immer eine Sucherei. Ich könnte mir das jetzt auch gerade echt sparen. Ich weiß. Zuschalten, wenn ich es gefunden habe. Aber okay, die Stadtwache, Offiziersclub. Haus in den Windungen. Leuchtendes Blatt, Alchemie-Dingens, Abergastsitz, Katakomben, Taverne, Zollhaus. Vielleicht doch bei dem Stolz der Prüderie. Was war hier unten jetzt nochmal? Ach, der Offiziersclub. Dann versuche ich es jetzt nochmal da. Und wenn nicht da, dann vielleicht nochmal auch unten.
Aber das bringt's ja auch nicht, oder? Nee, ich habe mich ja gerade gecheckt. Hör mal auf zu ruckeln. Hör auf zu ruckeln. Hauptmann Talibor, ein Sklaventreiber und Mörder? Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Ja, ja. Okay, ich versuche es jetzt nochmal hier und wenn es da nicht drin ist, untersuche Entschlossenheit. Haben wir das schon mal gemacht? Überhaupt? Hallo? Reagierst du mal? Okay, das funktioniert nicht. Dann muss ich die Maus nehmen. Diese Mauern, die uns umgeben, sind die Hüter unseres Friedens und die Bastionen gegen die Truppen dort unten, die uns nichts als Böses wollen. Diese Nadel, zu der wir den Blick erheben, ist das prächtige Leuchtfeuer und Zeugnis der Herrlichkeit Lyras, der Weisheit ihrer Magie und der Macht ihrer ewigen währenden Musik. Wir wenden uns im Gruß an jeden Winkel der weltgewandten Lyras Pracht ohne Hass oder Misstrauen, sondern voller Stolz. Ach ja. So. Dann geh noch. Lasst euch Lyras Wunderwerke alles, nicht entgehen. Versuchen wir es nochmal hier im Stolzdingens und wenn es da nicht drin ist, wie gesagt, dann. Das ist beste Qualität. Mein Wort darauf. Tatsächlich. Bin ich hier richtig? Nee, hier bin ich auch nicht richtig. Das war so eine Art Bibliothek. Ein Schwert? Frag die Harpier das war so eine Bibliothek. Und die Sprüche sind auch schön göttlich. Ach, bis gleich. Mein Wort dann. Da bin ich wieder. Und zwar in Adessa und nicht mehr in Rathir. Adessa, Rathir, Rathir, Adessa. Und ich klabber da die ganze Stadt in Rathir ab. In der Hoffnung, das zu finden, wovor ich jetzt stehe. Nämlich das Arkadium. Da wollen wir rein. Und oh, es war doch in Adessa. Ich musste tatsächlich in meine eigenen Videos nachgucken. Ich hatte auch so die Gnomen, so die kleinen Verkäufer in Erinnerung. Und sie hier kennen wir ja auch. Hier. Ne? Irgendwo hier ist auf jeden Fall der Stand, wo man die Bücher kaufen kann. Sucht ihr nach das Büchern? Das war sie doch, ne? Athesa Lille. Willkommen zurück. In einem Haus von der Größe des Sandsteingutes könnte man unzählige Bücher unterbringen. Man muss sie nur kaufen. Genau, und sowas haben wir auch. Und ja, schön, dass wir jetzt hier Teil 1, 2... Ja, ich kaufe die mal einfach. So, jetzt haben wir die Abenteuer gekauft. Aber ich glaube, wir haben sie noch nicht vollständig. Uns fehlt zum Beispiel nämlich auch Band 7 und so ein Schmu. Metallurgie, gnomische Geschichte. Kindersagen, Geschichte der Astas. Jagd nach dem Schlangenschwanz. Das ist toll. Kommt mal wieder vorbei. Ich hätte jetzt aber gerne noch die anderen Bände von Abenteuer. Willkommen. Hast du die anderen Bände von Abenteuer? Ich verfüge über ein... Nein, du hast einfach nur... Gut gefüllt auf Flaschenkram. Toll, jetzt bin ich hier und... Wir wurden gebeten, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um euren... Ich habe gehört, die Garnison der Prätorianer erlaubt es den Leuten, ihren Trainingsraum zu benutzen. Jetzt habe ich das geholt in der Hoffnung, dass wir endlich mal lesen können. Aber was ich natürlich machen kann, ist... Band 1 bis schon mal vorlesen. Hier runter scrollen wie doof. Abenteuer Band 1. Legen wir doch einfach mal los. Die Worte des Solen Reimgar nach Parthalans Überlieferung. Hört mich an, meine Freunde. Wir stehen davor zu wagen, was noch kein Sterblicher zuvor gewagt hat. Die Rüstung des Ohn zu finden. Deswegen, Artes, ich weiß, dass ihr nicht gehen wollt, aber verratet mir den Grund, denn sollte diese Furcht sein, so wisset, dass wir alle uns fürchten. Und alleine sie ist nicht Grund genug, seine Gefährten ausgerechnet in der Stunde der Wahrheit im Stich zu lassen. Gemeinsam haben wir schon so viele Gefahren überstanden und ich liebe jeden von euch wie Bruder oder Schwester. Ich würde niemals euer Leben aufs Spiel setzen, um keinen Preis der Welt. Wir werden äußerst vorsichtig vorgehen. Man hat mir berichtet, dass es Wege und Mittel gibt, Chlorikon zu bezwingen. Und dann haben wir erlangt, was kein Sterblicher je zu erstreben wagte. Unsterblichkeit, denkt darüber nach, denkt an den Ruhm und die Abenteuer, die uns erwarten. Und denkt daran, dass dies vielleicht eure einzige Gelegenheit ist, ja, jemals danach zu greifen. Jedem von uns ist nur ein Schicksal gegeben. Nehmt es an, begrüßt es, wenn ihr den Mut dazu habt. Dann trefft mich binnen einer Woche in... Band 2. Die Worte des Solen Reimgar nach Parthalans Überlieferung. Sehr gut, ihr habt es alle geschafft. Wohlan, lasst uns aufbrechen. Und seid versichert, sollte jemand auf unserer Reise leiden, dann keiner von euch. Ich habe geschworen, euer Leben nicht aufs Spiel zu setzen. Und diesen Eid werde ich nicht brechen. Komme, was da wolle. Die Einzelheiten
werde ich euch auf dem Weg erklären, wobei euch das meiste schon bekannt ist. Die Rüstung des Ohren wird schwer bewacht, zahlreiche Fährnisse liegen vor uns. Wir werden Orte passieren, die schon zahllosen Fallen und Sterblichen zum Verhängnis wurden. Orte, die selbst Dämonen kaum zu betreten wagen, und wir werden triumphieren, wo andere scheiterten. Selbst dieser Morgen ist schon ein Sieg, denn ihr habt es gewagt, nach Verheißungen zu streben, von denen weder Mensch noch Alpha wissen, und euer Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Band 3. Seht ihr, wie dieses Haus des Bösen uns mitspielt, wie seine Bosheit in jedem trügerischen Schatten und hinter jeder Windung des Weges auf uns lauert? Wir sind in ihm verloren, geblendet von Fremdartigsten aller Lande, das uns als ebensolche Kreaturen betrachtet. Doch noch sind wir gesund und guten Mutes. Ja, die zurückliegenden Entbehrungen haben uns sogar noch stärker gemacht. Verzagt nicht, unser Ruhm wird umso größer sein. Wir wussten, was uns erwartete, in dem Moment, in dem wir ihren garstigen Baum passierten. Voran, Kameraden. Vielleicht der Baum, den wir auch kennen. Band 4. Haben wir sogar zweimal, das doofe Buch. Hier können wir unser Nachtlager aufschlagen und unser weiteres Vorgehen besprechen. Gut möglich, dass wir Irrlichtern begegnen werden. Feinwesen, deren bloßer Anblick unser Verderben bedeuten kann. Das heißt, sie locken Sterbliche in unentrinnbare Labyrinthe, wo sie langsam verhungern, während sie endlos den funkelnden Lichtern folgen. Sie werden gewiss versuchen, uns vom Weg abzubringen und in die Irre zu führen, um uns vom Erreichen unseres Zieles abzuhalten. Deshalb schlage ich vor, ihnen statt mit unserer Muskelkraft mit unserem Scharfsinn zu begegnen. Verbindet euch die Augen und bindet euch mit einem Seil aneinander, damit ihr nicht getrennt werdet. Ich vorausgehen und ihr, Attan und Herold oder Herkold, müsst mich von dem Zauber der Irrlichter beschützen. Möge Mitaro mir helfen, meinen Verstand zu wahren und uns an ihnen vorbeizuführen. Solltet ihr ein wildes Ziehen am Seil spüren, bin ich ihrem Zauber erlegen. Versucht dann, so gut wie möglich auf dem Weg zu bleiben. Dann werden wir auch dieses Wagnis überstehen. Band 5. Die Worte des Solen Reimgabler. Meine tapferen Gefährten, wir alle sind Zeuge des Schrecken dieses Ortes geworden. Unsere gefallenen Freunde wissen mehr über sie, als ihnen lieb sein kann. Aber gerade deshalb sind wir hierher gekommen, um den Monstern heldenhaft gegenüberzutreten und sie zu vernichten. Und Helden seid ihr, jeder von euch. Wir haben bereits mehr erreicht, als wir je zu hoffen wagten. Würden wir nun umkehren, wir wären die größten Sterblichen, die Feinlande jemals gekannt haben. Wir alle, jeder einzelne von uns, hat sich bereits seinen Platz in den Legenden verdient. Sollte nun einer von euch umkehren wollen, ob Frau oder Mann, Alpha oder Mensch, ich werde es ihm nicht vorwerfen. Wirbelnder Tom, ich wünsche euch alles Glück dieser Erde. Für mich jedoch wäre es eine Sünde, gegenüber unseren Toten nun in Rückzug anzutreten. Und in ihrem Namen muss ich unsere Reise fortsetzen. Selbst verloren, in diesen schrecklichen Landen können wir noch Frieden finden, was? Und wir haben ihn auch verdient. Diese roten Grobiane haben unserer Wildheit nichts entgegenzusetzen. Wie war das? Bolgans? Wen interessiert ihr Name, solange wir sie töten können? Ja, ich weiß, dass ihr Meister noch lebt, aber wolltet ihr euch diesem Monstrum zum Kampf stellen? Er ist doppelt so groß wie ein Mann und sehr grausam. Es war klug, sich vor ihm zurückzuziehen. Er ist nicht unser Feind und ich überlasse es Dümmeren, sich um ihn zu kümmern. Und ich nehme an, jetzt fehlt uns Band 7, genau. Band 8 haben wir nämlich, das heißt, uns fehlt nur noch Band 7 und 8. Und dann hätten wir es. Ich werde jetzt mal wieder einen Cut machen und diesen Band suchen. Oh, hallo. Und wenn ich ihn habe, dann lese ich Band 7 und 8 vor und dann haben wir es. Dann haben wir auch die Abenteuer gelesen, Band 1 bis 8. Wenn das dann bei 8 endet, aber ich glaube schon. Bis gleich. Da bin ich wieder im Hause Anwon in Rathier. Ja, in Rathier. Hier haben wir Band 7 gefunden, da hinten im Bücherregal. Und ich musste es heimlich herausschmuggeln, dass die Putze hier mich nicht sieht. War gar nicht so einfach, aber dafür haben wir es denn dann jetzt auch. Natürlich durfte ich es in Rathier wiederholen, weil das Spiel möchte mich gegen Ende hin nochmal so ein bisschen leicht verarschen. Und deswegen lesen wir jetzt Band 7. Ich weiß auch, ich wurde heimgesucht, ja, im Schlaf von derselben Vision. Sie mag böse sein, aber vielleicht gelingt es uns ja, dies zu unserem Vorteil zu nutzen. Vielleicht können wir uns ihre Macht ja zunutze machen, um unser Fortkommen zu fördern. Wir haben uns hoffnungslos verirrt und ich bin mit mir sicher, dass diese Zauberin diesen Ort und seine Geheimnisse genau kennt. Ich kenne diese Magier, ihre Machtgier ist grenzenlos, vielleicht lässt sich diese Hexe Maura Charlin ja auf einen Handel ein. Noch nie gehört von der. Sie war eine Zauberin. Es gab nichts, das wir hätten tun können. Aber eure Frage ist nicht unberechtigt. Sollten wir wirklich weitergehen? Unsere Zahl ist gering und unsere Vorräte sind stark geschwunden. Ich würde sagen, wir schicken die Hälfte unseres Trupps zurück, um Verstärkung und Nachschub zu organisieren, während der Rest hier bleibt und ein befestigtes Lager errichtet. So kann zumindest jeder, der nicht beabsichtigt zurückkehren, einen anderen an seiner Stadt schicken. Ich glaube aber nicht, dass das hier schon endet. Bei Band 8, es gibt bestimmt noch 9 und 10.
wenn ich das jetzt so lese. Boah, und wo finde ich jetzt Band 9 und 10? Leco Mio. Das war so ein bisschen Zufall, dass ich das vor diesem Part gefunden hatte. Ich war nämlich schon vorher hier und hatte meine Herrin ist erzürnt, Band 7 gefunden, aber ich habe es nicht mitgenommen, weil ich ja dachte, dass ich bei der Händlerin eh alle am Stück kaufen kann. So, und jetzt fragt mich nicht, wo ich Band 9 und 10 finde. Das muss ich jetzt echt mal wieder nachgoogeln. Ihr kommt mir bekannt Tut vor. Mir leid, ich möchte wetten, ihr entstammt dem dass Haus der kennt. Part so viele Cuts beinhaltet, aber mal gucken, ob ich jetzt Band 9 und 10 auch noch finde und es dann bei den Cuts bleibt. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe in diesem Fall schlechte Nachrichten für euch, weil ich habe die Bücher nicht gefunden. Es ist so, dass wir hier jetzt mehrere neue Nebenquests allerdings haben. Ich habe, also um erstmal mit den Büchern nochmal das zu Ende zu bringen, wirklich lange gesucht, um Band für den Fall, dass es überhaupt noch Abenteuerband, was war das, 9 und 10 überhaupt noch gibt, habe ich keine Ahnung, wo die zu finden sind. Und weil ich wirklich lange die Weltkarte jetzt bestimmt über 2 Tage nochmal abgeklappert habe, bei allen Bücherregalen, die ich so hätte finden können, geguckt habe und trotzdem nichts gefunden habe, bin ich auf andere Leute gestoßen wieder, die immer noch Aufgaben für uns haben. Das heißt, wir sind noch nicht ganz durch mit dem Spiel an der Stelle schon mal. Ich habe auch den Singstein hier übrig gelassen. Wir sind hier an einer Stelle, die wir tatsächlich noch nicht entdeckt hatten. Also wir sind hier bei Ranil heißt das und Balors Übergang. Und diesen Abschnitt, diesen Gang hier, diesen Weg, den bin ich überhaupt das erste Mal erst zu Fuß lang gelaufen. Bin ich vorher nicht gegangen. Also ich bin damals wahrscheinlich einfach Richtung Süden gegangen, um weiter nach Alabastra zu kommen, aber nicht hier nach Osten gegangen. Also wir sind jetzt hier wieder, wie ihr seht, auf der Ostküste. Und hab schon wieder einen neuen Bereich entdeckt und Menschen, die Hilfe brauchen. Hab mir überlegt, bei all den Nebenquests, die wir jetzt hier noch so haben, bis auf die Wichthöhle, das hatten wir ja schon erledigt. Das ist ja nur da wieder, weil ich damals neu geladen habe. Aber ansonsten wähle ich von denen so die interessantesten Dinge aus. Die erledigen wir dann noch und dann hat sich's auch. Und vorher hören wir uns jetzt nochmal eben hier den vielleicht letzten Stein an, den wir auf dieser Weltkarte uns anhören könnten, weil vielleicht finden wir ja gar keine weiteren mehr in diesem Spiel. Doch Gadflor hatte nicht vor, den Hof des Winters regieren zu lassen. Auch Sterbliche sollten sich vor ihm verneigen. Und so führte er Krieg gegen euer Volk und trieb es aus den Landen im Osten. Die Alpha fielen einer Lawine des falschen Eifers zum Opfer. Die Toata handelten als eine vereinte Armee und errichteten die Prismea-Schreine als neue Götzen ihres falschen Berggotts, ihres Tirnoch. So, und warum bin ich hier? Weil wir hier einen, ich bin einem Mann begegnet und der Quest heißt für den großen Kreislauf und ich lese mal vor. Leor dran möchte, dass ich den Ring seiner geliebten Alaia auf einen Altar in der Ranil-Höhle lege. Er kann es nicht selbst tun, weil Alaia ihn verboten hat, die Höhle zu betreten, als er sich weigerte, sich ihr und der Tuatha-Armee anzuschließen. Und ich würde sagen, das erledigen wir nochmal. Natürlich ist der Part jetzt hier gleich schon wieder fast vorbei, aber beginnen wir einfach damit noch ein paar Nebenquests abzuhaken. Und für den Fall, dass ich da die Abenteuerbücher noch finden sollte, wäre natürlich schön. Glaube es jetzt langsam nicht mehr, aber kann ja sein. Ja, das lassen wir auch mal hier mit dem Ring. So, nehmen wir das auch nochmal mit. Wir sind ziemlich gut ausgestattet, wir sind sehr, sehr stark. Uns kann eigentlich nicht mehr so schnell jemand irgendwas. Aber na gut. Bringen wir den Ring hin. Den einen Ring. Da ist ein Borka und ein paar Elfen. So. Ja, komm, Borka, nun stirb endlich. Ruckelt auch gerade so komisch. Meine Güte nochmal. So, da kommen schon die Nächsten. Oh, da kommt schon der Nächste wieder.
den gar nicht erst ausholen lassen. Gar nicht erst dazu kommen lassen. Jawoll. Jawoll. So, hier gibt es einen tollen Hammer. Ein bisschen Gold. Da ist der nächste Borka, den wir uns... Aha, ich nehme mal alles, wenn ich kann. Kann ich aber nicht. Mist. Ach ja, ist immer dasselbe hier. Gelehrtenschakel, ich wollte gerade sagen, die hatten wir doch schon mal. Dann kann ich ja die wegpacken. So, die sind ja eh nicht mehr so gut. Gegenstände. Und das Reparaturkit kann ich bestimmt auch benutzen. Genau. Dann ist das schon mal weg. Das auch. Und so. Ich höre eine Bandruhe. Eine Bandkugel in dem Fall. Das war knapp. Brauche ich auch nicht mitnehmen, weil mein Inventar ist natürlich immer noch voll. Hier kriege ich bestimmt ein bisschen Gold. Genau. Und dann kann ich da nicht weiter. Nein, da kann ich nicht weiter, aber dann gehen wir hier weiter. Ach nee, da komme ich her. Okay, warte, dann war ich hier schon richtig. Dann kann ich ja nur da lang. Lass das mal sein. Ja. Da lang, okay. Hier ist richtig. Ich glaube nicht, dass wir das in dem Part jetzt noch schaffen, aber auch noch ein Borki. Menno. Hier sind aber auch viele Borka. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Jawohl. Schön. Und oh, wir haben bald ein Level Up. Essenz des Schicksals kriegen wir sogar dafür. Ja, gut. Ich gehe dann nochmal hier in die Kugel. Ich überziehe den Part gerade so ein bisschen, aber mein Gott. War da noch was? Ja, dann würde ich sagen, bringen wir den Ring auf den Altar im nächsten Part. Und schauen dann einfach mal, was uns hier dann noch so erwartet. Wir sehen uns. Bis dann.